Hier und bekommen bei Disney Fee die Staffel 2. Die soll demnächst ich will schon so sein, die soll dann bei den Semesterferien quasi ausstrahlen, also über den gesamten Raum der Semesterferien eben anschauen. Die sind leider sehr verteilt. Spidey. Venom, mit der Bild nehmen wir einfach für den Danny Boy. Das sieht aus wie bei den Musketieren. Sitzt. Hallo und willkommen zurück bei Disney Fee. Mir ist jetzt leider die Aufnahme irgendwie abgesprungen. Vielleicht kann ich noch irgendwo was retten. So, warte mal. Da, meine Sammlung. Wir sind jetzt in Disney Fee die 2. Freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ist zu Diensten. Lass uns in der Toybox spielen, das macht Spaß. Da gibt's Spielsachen. Sensationell! Die Erkundungsspezialistin hat eine Aufgabe für dich. Finde alle versteckten Funkenkapseln. Um sie alle zu sammeln, musst du eine Vielzahl von Bewegungen und Fähigkeiten einsetzen. Ich brauche bloß ein Spidey. Und zwar, das habe ich jetzt zwar schon erklärt, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie gesagt, die Aufnahme ist mir leider irgendwie. Wieso kommen die nicht auf, ey? Und zwar ist es die zweite Staffel von Disney Fee, die jetzt dann in die Semesterferien starten soll. Und da die Semesterferien, jeden Bundesland und generell ein bisschen anders sind. Sehr beeindruckend. Mit dem fast den ganzen Februar durchlaufen. Deine Figur hat den nächsten Level erreicht. Spidey.
So. Das hier ist der Spielzeugladen-Spezialist. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie du neue Spielzeuge für deine Toybox erhältst, sprich mit ihm. Er hat dir blaue Funken geschenkt. Heb sie auf. Sie sind eine Währung. Sprich mit dem Spezialisten, wenn du sie gerne ausgeben würdest. Großartig! Violette Funken füllen die Spezialmove-Anzeige auf. Sammle violette Funken an Funkenkapseln, damit deine Figuren ihre mächtigen Spezialmoves häufig nutzen können. Hier ist der Kampfkunst-Spezialist. Er kennt sich mit Kämpfen sehr gut aus und bringt dir alles bei, was er weiß. Oh, aber das muss warten. Ärger naht. Gut gemacht. Du hast ein Bonus-Spielzeug bekommen, weil du alle Missionen der Toybox-Spezialisten beendet hast. Hol dir dein Spielzeug. Sehr gut. Deine Figur hat den nächsten Level erreicht. Du hast eine Vorlage freigeschaltet. Spielzeugvorlagen sind eine Sammlung von Spielzeugen, die du als Gruppe in deine Toybox legen kannst. Wer bist du? Bist du bereit für einen Kampf? Denn der wird nötig sein, um die Prinzessin zu retten. Feinde umzingeln sie. Bereite dich auf den Kampf vor. Drück die Taste, um die Brücke hochzuziehen. Weiche feindlichen Angriffen aus. Weiter! Du musst die Prinzessin retten! Grüne Funken heilen deine Figur. Sammle grüne Funken und Funkenkapseln, wenn deine Gesundheit bedroht ist. Angriffen aus. Ups. So. Déjà vu.
weiche feindlichen Angriffen aus. Hey, ich muss was vergessen haben. Gib lieber auf, wenn du weißt, was gut für dich ist. Hat sich jemand das Nummernschild von dem Laster gemerkt? Du hast die Prinzessin gerettet. Bring sie zum Kampfkunstspezialisten. Ja, Schüler. Sieht aber nicht aus wie eine Prinzessin. Ich hab's geschafft! Sehr gut! Deine Figur hat den nächsten Level erreicht! So, warte mal, 40-Cap-Baum. Das hier ist der Fähigkeitenbaum. Mit fortschreitendem Level deiner Figuren erhältst du Upgrade-Punkte, die du hier ausgeben kannst, um deine Figuren zu stärken und zu verbessern. Nachdem du ein Upgrade erworben hast, werden die angrenzenden Upgrades verfügbar. Es ist ebenfalls praktisch. Okay. Um eine Waffe auszuwählen, öffne das Ausrüstungsmenü. Gute Wahl! Warte mal. Ist es gar nicht mehr flick. Tschüss. Edge bitch. Nein. Jetzt war ja das, genau. Genau, da kann man ja wohl hinziehen. Ja, du willst das jetzt. Ah.
Okay, wie geht es jetzt mit uns mit? So, sag mal. Tür. Das wäre lustig. Hey du! Du kennst der ja. Falt. Ups. Schii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